Ich grüße euch, sehr geehrte Zuschauer. Mein Name ist Eugen Minz. Ich bin Gründer und Leiter der Yogaschule Minz. Seit circa 6 Jahren veranstalten wir regelmäßig Vipassanas, Schweigeretreate. Und heute in diesem Video möchte ich euch über den Tagesablauf etwas erzählen und was man durch den Besuch so eines Schweigeretreats erreichen kann. Im Vergleich zu vielen klassischen Vipassana-Einrichtungen haben wir eine Einheit Hatha-Yoga im Tagesprogramm und abends zur Harmonisierung von Seele und Gemüt singen wir gemeinsam eine Stunde das Mantra Om. Aber ich erzähle euch jetzt den Tagesablauf Schritt für Schritt, wie dann so ein Tag bei uns, bei unserer Vipassana aussieht. Wir stehen zwischen 5 und halb 6 Uhr auf, machen unsere Morgentoilette, die Morgenpflege und beginnen schon ab 6 Uhr zu meditieren. Die morgendliche Meditationseinheit setzt voraus, dass wir uns auf eine gewisse Vorstellung, auf ein gewisses inneres Bild konzentrieren und so die aufgebaute Energie nutzen, wie ein Portal quasi, wie ein Tor in andere Dimensionen, um mit unserem höheren Ich zu kommunizieren, um dort aus diesem Zustand gewisse Antworten zu bekommen auf unsere alltäglichen Fragen. Und uns praktisch mit einer zusätzlichen Energie aufzuladen, die wir aus diesen anderen Dimensionen, aus diesem Zustand dann herausziehen können. Dann gibt es um 8 Uhr eine kleine Pause, Viertelstunde, und Viertel nach 8, halb 9 spätestens beginnen wir mit der Hatha-Yoga-Einheit. Die Hatha-Yoga-Einheiten sind auch für die Vipassanas spezialisiert. Es geht dort nicht darum, neue Asanas zu erlernen, es geht lediglich darum, den Körper wieder in Bewegung zu versetzen. Zum einen, dass man praktisch die Blockaden, die Muskelverspannungen da herausbringt, die während dem langen Sitzen dann entstehen. Und zum anderen ist es so, dass eine ordentliche Hatha-Yoga-Einheit auch den Energiefluss verbessert, so dass man in den Meditationen auch letztendlich viel mehr erreichen kann. Wenn der Körper beweglicher ist, lenkt er weniger ab in den Meditationseinheiten, was auch sehr förderlich ist. Dann gibt es Frühstück, so gegen 11 Uhr und um 12 Uhr geht es dann wieder ans Meditieren. Um 12 Uhr machen wir die Atemmeditation, auch dann wieder für 2 Stunden, die Anapanasati Hinayana, die aus dem klassischen Buddhismus stammt, die vom Buddha Shakyamuni überliefert wurde, was auch praktisch also die Grundpraxis der Vipassana ist, wo man sich selbst beobachtet und die eigene Atmung beobachtet. Hier geht es in erster Linie darum, den eigenen Verstand zu harmonisieren, zu beruhigen und durch ein mögliches Herangehen an den Stillstand des Verstandes, also wenn der innere Dialog aufhört, wenn so eine innere Stille eintritt im Kopf, dass man auch dadurch in einen anderen, in einen etwas höheren Bewusstseinszustand sich hinein meditiert und aus diesem anderen Blickwinkel das Leben auch lernt, ein bisschen anders zu sehen. Also das Leben, die Alltagsaufgaben und die Alltagsprobleme mit ganz anderen Augen betrachtet. Dann ist von 14 Uhr bis 15 Uhr eine Stunde, die zur Selbstpraxis dient. Das heißt, wenn man auch kein Yoga praktiziert, sondern vielleicht Qigong, spezielle Meditationen praktiziert, schamanische Praktiken praktiziert, kann man sich darin üben und das vertiefen in einer selbstständigen Arbeit. Wenn man während der Vipassana interessante Übungen, interessante Atemtechniken auch erlernt hat, kann man diese Stunde sich diesen Sachen widmen, um das zu perfektionieren, um praktisch mehr Erfahrung zu sammeln, um die Praktiken dann im Nachhinein, wenn es in der Gruppe gemacht wird, auch besser und effektiver ausführen zu können. Dann ist von 15 bis 16 Uhr eine Einheit, wo wir uns auch wiederum trennen als Gruppe und jeder sich zurückzieht für eine Stunde des Lesens. Ich bringe auch entsprechende Literatur mit, entsprechende Bücher aus dem Buddhismus, aus dem indischen Yoga auch, die man sich dort ausleihen kann. Ihr dürft gerne aber auch eigene Literatur, eigene Bücher mitbringen. Der Sinn ist auch der, dass man durch das Lesen auch
sich bestimmte Antworten erarbeitet, sich bestimmte Blickwinkel erarbeitet zum einen. Zum anderen kann man über die Yogis der Vergangenheit lesen, über berühmte und starke Praktiker der Vergangenheit lesen, um sich ein bisschen etwas abzuschauen, mit wie viel Ehrgeiz, ich sage das mal im positiven Sinne, mit wie viel Durchhaltevermögen die praktiziert haben, welche Hindernisse und Schwierigkeiten sie damals in der Vergangenheit überwinden mussten. Das stärkt einen auch auf dem Weg. Das ist auch eine sehr, sehr gute Unterstützung während dieser Vipassana-Tage. Nach der Lesestunde treffen wir uns nochmal im gemeinschaftlichen Raum und machen eine Bildkonzentration. Das heißt, ich bringe sehr viele Bilder mit von Gottheiten, von spirituellen Orten, von Kraftorten. Ihr dürft aber eigene Symbole und Bilder mitbringen, wenn ihr diese Praktiken schon zu Hause macht. Und dieses Bild wird dann so in Augenhöhe aufgehängt an der Wand und wir konzentrieren uns eine Stunde einmal mit offenen, einmal mit geschlossenen Augen auf dieses Bild, was uns unsere Visualisationsfähigkeit antrainiert. Zum einen, dass wir uns mit geschlossenen Augen Bilder, Symbole, Gottheiten vorstellen können. Zum anderen ist jedes Bild auch wiederum ein Portal zu bestimmten Energien. Wenn man praktisch eine Gottheit sich für eine lange Zeit betrachtet auf dem Bild, verbindet sich man meditativ mit dieser Gottheit und nimmt gewisse Energien auf, die diese Gottheit symbolisiert oder die diese Gottheit mit sich bringt. Es können hier aber auch wiederum heilige, erfolgreiche Praktiker aus der Vergangenheit, praktisch gewisse Gurus auch hier als Bilder verwendet werden. Man kann sich auch auf die konzentrieren. Unabhängig, welcher Glaubensrichtung, Weltanschauung ihr zugehört, also manche nehmen Symbole und Heilige aus dem Christentum, manche aus dem indischen Pantheon, manche aus dem klassischen buddhistischen Pantheon. Man kann aber auch skandinavische und germanische Gottheiten verwenden. Da sind wir praktisch unabhängig von irgendwelchen Vorstellungen und Religionen. Also jeder kann praktisch mitmachen, unabhängig auch seiner Vorbereitungsstufe. Also man muss da kein Yoga-Praktiker dazu sein, um an so einem Retreat bei uns teilzunehmen. Nach der Bildkonzentration ist dann das Abendessen zwischen 17 und 18 Uhr und danach habt ihr nochmal die Möglichkeit, praktisch euch zurückzuziehen, etwas zu lesen, euch zu entspannen, ein bisschen nachzusinnen und um 19 Uhr treffen wir uns dann zum gemeinschaftlichen Mantra Om Meditation. Das ist praktisch die einzige Praktik innerhalb unserer Vipassanas, wo man sich mit der Stimme irgendwie äußert. Man schweigt die Tage durch und beim Mantra darf man dann oder soll man quasi mitsingen. Ist auch eine sehr interessante, sehr kraftvolle Praktik, wo wir mittels Vibration praktisch unser inneres Gemüt harmonisieren, wo wir uns aber auch als Gruppe energetisch einen, wo wir praktisch auch in höhere Sphären, wenn man das spirituell sieht oder geistig sieht, erheben mittels dieser Mantra-Meditation und letztendlich soll es den Verstand von negativen Gedanken, von negativen Energien schützen. Also dazu sind die Mantren in erster Linie auch da. Und danach geht es zur Bettruhe. Und so läuft jeder Tag ab. Wie ich das schon erwähnt habe, man schweigt während der Vipassana, weil man durch das Schweigen auch bestimmte Energien aufsammeln wird. Und diese Energien kann man dann konvertieren in gewisse Mini-Erleuchtungen oder in gewisse Erkenntnisse, die man so im Alltag auch niemals bekommt. Nach dem Frühstück und nach dem Abendessen ist auch ein Spaziergang vorgesehen. Dafür haben wir einen speziellen zurückgezogenen Ort ausgesucht bei uns in der Sächsischen Schweiz im Elbsandsteingebirge. Diese Orte sind sehr malerisch, sehr naturnah. Nichtsdestotrotz soll man bei der Gehmeditation auch nach innen gekehrt sein und sich praktisch mit seinen inneren Fragen beschäftigen, mit seinem inneren Sein beschäftigen, und mit Gedanken an etwas Höheres sich beschäftigen. Weil bei vielen Teilnehmern, wie sie mir das dann im Nachhinein berichten, sind diese Erkenntnisse eben beim Spazierengehen, beim meditativen Spazierengehen gekommen. Und das ist auch eine sehr, sehr effektive Praxis und auch nicht zu vernachlässigen.
Was man dann durch den Besuch so einer Vipassana erreichen kann, das möchte ich auch dann in Kürze ansprechen. In erster Linie ist es die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Das bedeutet auch das Wort Retreat, das bedeutet Rückzug, dass man sich praktisch aus seiner Alltagswelt, aus diesem Trubel, aus diesem Hamsterrad zurückzieht für ein paar Tage und dann die Möglichkeit hat, in erster Linie sein eigenes Leben mit etwas anderen Augen zu betrachten. Man schafft dann dadurch ein bisschen Informationen abzubauen, zu ordnen in seinem eigenen Kopf und alles in die richtige Schublade zu stecken. Ansonsten ist ja jeder von uns mittlerweile von einem ungeheuren Informationsschwall überwältigt, Tag für Tag durch das Internet, durch die Medien, durch die Arbeit, durch die Familie und so weiter. Und der Verstand kommt eigentlich gar nicht mit, diese Informationsfülle zu ordnen. Aber man kann das damit vergleichen, als würde man ungeheure Mengen an Nahrung in sich hineinschlingen, aber der Magen und das Verdauungssystem schafft es nicht zu verarbeiten. Das heißt, man wird immer größer und größer und größer und irgendwann kommt es zu einer Verstopfung und zu einem Kollaps des Verdauungssystems und des Körpers generell. So etwas Ähnliches passiert natürlich auch in unserem Verstand. Diese Informationen nimmt unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein auf, aber man hat in unserer heutigen Zeit und in der heutigen Welt keine Zeit, diese Informationen zu verdauen, abzuarbeiten. Selbst im Schlaf haben wir dann nicht genug Zeit, weil wir auch keine Kultur des ordentlichen Vorbereitens zum Schlaf haben und des ordentlichen Schlafens, dass wir erholt praktisch in den nächsten Tag starten. Sehr oft oder meistens nimmt man das Unverarbeitete vom Vortag oder sogar von den vorigen Tagen praktisch in den Tag mit hinein und sammelt dann wieder noch mehr auf. Und das ist dann natürlich mit psychischen Problemen verbunden, mit psychischen Störungen und so weiter. Das brauche ich euch gar nicht alles zu erzählen, denke ich. Ihr wisst alles selber, was ich da meine. Und in diesen Tagen ist man davor abgeschottet, vor dieser neuen Information. Und man hat die Zeit, zum einen das zu verarbeiten, zum anderen kann man sich selbst mit anderen Augen sehen und erkennen. Also man wird gezwungen, in seiner eigenen Energie zu bleiben. Und ich sage mal, auch die inneren dunklen Seiten kommen dann an die Oberfläche. Die inneren Schwächen kommen an die Oberfläche. Und weil man ja sich im Alltag nicht damit beschäftigen möchte, verdrängt man das Ganze irgendwo. Aber bei der Vipassana hat man dann die Möglichkeit oder man wird dann gezwungen, mit den Schwächen und mit den eigenen dunklen Seiten zu arbeiten. Und irgendwo da Ordnung zu schaffen, aufzuräumen in seiner inneren Psyche. Ansonsten wird das in der Meditation immer wieder auch als Ablenkungsfaktor euch stören und euch irgendwie ganz anders triggern, als es im Alltag ist, wo man praktisch irgendwie eine Fernsehserie einschalten kann oder ein Video im Internet einschalten kann und man hat es quasi verdrängt, man ist davor abgelenkt. Aber das wächst nach und nach an und bricht vielleicht im schlimmsten Fall irgendwo durch ein Ausrasten oder durch andere nicht gewünschte Handlungen aus. Okay? Das ist dann auch der zweite Sinn, dass man sein Inneres aufräumt und mit sich selbst klarkommen muss in diesen Tagen. Natürlich genießt man dann auch die Ruhe und die Zurückgezogenheit, so dass die Teilnehmer in ersten Tagen auch sich ein bisschen mehr ausschlafen wollen. Dazu kommt man oft auch nicht. Im Alltag, wenn die Familie und das Berufsleben da ist, das darf natürlich auch sein. Nichtsdestotrotz empfehlen wir, jede Praktik von Anfang bis Ende zu besuchen, um möglichst viel dann aus dem Retreat herauszuholen und mitzunehmen. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal sehr viele Erfahrungsberichte von den Vipassana, also ihr könnt selber nachrecherchieren, praktisch Vipassana Minz eingeben oder Vipassana Yogaschule Minz eingeben, dann kommen sehr viele Erfahrungsberichte, die wir dann praktisch einsammeln. Und es ist meistens Positives und sehr viel Dankbarkeit, die dann die Menschen uns gegenüber ausdrücken. Bei unserer Vipassana werdet ihr zweimal am Tag, was auch für die Vipassana ausreichend ist, mit vegetarischem Essen versorgt. Zu Hilfe kommt auch einer unserer Bekannten, den auch wir ausgebildet haben im ayurvedischen Kochen. Meine Frau wird mich dann bei manchen Einheiten unterstützen, aber im Großen und Ganzen werde ich euch begleiten während der Vipassana. Ich werde die Hatha-Yoga-Stunden auch geben und euch bei den Meditationen als praktisch Unterstützung dienen. Abends hat dann jeder die Möglichkeit, nach dem Mantra Om Singen mir schriftlich
eine Frage zukommen zu lassen. Es können persönliche Fragen sein, es können Fragen, die die Praktik betreffen, sein. Und dann diskutiere ich es praktisch, weil ich dann und meine Frau die Einzigen sind, die dabei sprechen. Wir diskutieren diese Fragen, erklären es euch, erörtern es euch anhand vielleicht von Beispielen aus den vedischen Schriften oder aus den Yoga-Schriften. Also sind die Abende auch sehr interessant bei uns und man kann sehr viel Positives über sich selbst und über die Welt erfahren bei so einer Vipassana. Ihr seid herzlich eingeladen. Die Termine findet ihr auf unserer Homepage www.yogaschule-minz.de oder hier unter dem Video werde ich auch die Termine für die nächste Vipassana veröffentlichen in der Videobeschreibung. Ihr seid alle herzlich willkommen. Wie gesagt, mit Erfahrung, ohne Erfahrung, es ist praktisch für jeden was dabei und es nimmt jeder das mit, was er mitnehmen kann. Danke für das Durchschauen dieses Videos und ich werde mich freuen, euch bei unseren Vipassanas begrüßen zu dürfen. Euer Eugen Minz.